Dann fange ich jetzt doch an. Dabei dachte ich, ihr macht das auch ohne mich. Sonst müssen wir uns was überlegen, falls Vorstandssitzungen zumindest im Bereich, wenn aktuelle Stunden sind, immer so lange dauern, was wir dann, wer das dann übernimmt. So. Ich glaube auch, dass das besser ist, nicht die Plenarwochen zu nehmen, sondern, aber dann passt es nicht immer. Klar. Ja, wir müssen, glaube ich, den Rhythmus trotzdem beibehalten. Gut. Dann gehen wir einfach mal die Tagesordnung lang. Der Hans-Jörg ist ja auch mittlerweile hier und so weiter und so fort. Ihr wart nicht so lange heute. Vorschlag ist, dass wir uns erstmal die AK4 Redeslots im Plenarpad angucken. Das steht auch ganz vorne und ganz hinten in der Tagesordnung. ich habe da irgendwo ein blödes Netz gerade. Ja, wäre natürlich schön, wenn wir da jetzt das Pad hätten. Ne? Ja, also ich habe hier zumindest mal die Redeslot. Nimm das Mikro, dann haben wir auch das im Stream. Also Mittwoch, 12.35 Uhr, Tagesordnungspunkt 5, Energiewende auf Kurs bringen. Landtag und Nordrhein-Westfalen unterstützt Zielsetzung des Bundesministers für Wirtschaft und Energie bei der Reform des Erneuerbaren Energiegesetzes. Antrag der FDP, direkte Abstimmung, Block 1. Das ist, glaube ich, für uns, ne? Energie. Dann der Punkt 6 ist, genau, vorzeitige Überprüfung des Gesetzes zum Ausbau der Energieleitungen, NLAG. Das ist unser eigener Antrag, übernimmt auch Kai. Dann habe ich erst wieder Punkt 23, ohne Debatte, insofern unspannend erstmal, Elektromobilität ermöglichen. Punkt 4, ohne Debatte. Ja, das steht ohne Debatte. Die Frage ist eigentlich, wie verhalten wir uns eigentlich in Zukunft zu dieser Sache ohne Debatte? Da wird überwiesen. Da wird überwiesen und geht dann am Ende nochmal in den Ausschuss. Ist das umgekehrtes Verfahren? Ja, genau. Ja, ja. Also ohne Debatte in diesem Fall heißt einfach nur, er geht direkt in den Ausschuss und geht dann aus dem Ausschuss zurück wieder ins Plenum. Aber dann wieder. Ja, ich kenne es nicht anders. Ich habe das ja ähnlich jetzt mit meinem Delfinarienantrag gemacht, weil ich nicht riskieren wollte, dass er im Rahmen des Haushaltsplenums irgendwann abends um 23:30 behandelt wird. Und deshalb habe ich da auch das umgekehrte Verfahren gewählt und habe ihn erstmal ohne Debatte in den Ausschuss gebracht, um ihn dann im übernächsten Plenum hoffentlich dann abschließend zu debattieren. Okay. Ich glaube, die Frage bezieht sich allein darauf, wenn mal sowas passiert, was völlig ohne Debatte ist. Also, aber ich glaube, sowas wird nicht vorkommen. Also allenfalls, dass eine Debatte mal zu Protokoll gibt, solche Sachen haben wir ja schon gehabt, aber völlig ohne Debatte kann ich mir nicht. Also es gibt einige Dinge, die völlig ohne Debatte durchgeführt werden in dieser Woche und das sind alle Punkte ab Punkt 25 am Mittwoch. Ja. Also dann war ich halt nur falsch, ich war jetzt etwas erschrocken, aber ich hatte das genauso auch in Erinnerung, dass da wirklich einiges komplett ohne Debatte durchgeht und darüber wollte ich eigentlich reden. Mhm. Ha? Sagt er doch gerade, dass das so ist. Passiert. Ab der 25. Ja, ja. Welche Punkte sind denn das? Das sind diese Organstreitverfahren, die es überwiegend gibt. Also das sind diese ganzen Einbindungen von Kommunen und so, zu denen ich im Einzelnen natürlich auch wenig erzählen kann. Alles Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses. Ach so, nee. Es gibt bereits eine Beschlussempfehlung, also wurde es früher debattiert im Rechtsausschuss, aber geht jetzt nicht in die Okay. Also grundsätzlich ohne Debatte sind ja tatsächlich solche Dinge. Ja. Und sowas wie Schriftführer wählen und sowas ist auch ohne Debatte. Da habe ich spontan jetzt persönlich nichts gegen. Wichtig ist, dass es debattiert wird. Irgendwo, wenn es inhaltliche Sachen sind. Also Schriftführerwahlen braucht man jetzt wirklich nicht debattieren. Wenn es inhaltliche Sachen sind. Und da ist die größte Gefahr, und ich glaube auch die einzig wirkliche, die Sachen, wenn die noch im Plenum, weil es den Leuten zu spät wird, dann gesagt wird, ach komm, wir machen Reden zu Protokoll oder ohne Debatte, ohne dass dann ein gedrehtes Verfahren raus passiert. Muss man übrigens beim Präsidenten so anmelden. Man muss wirklich sagen, ich hätte gerne umgedrehtes Verfahren. Ansonsten ist es ohne Debatte und ohne Debatte ist weg.
Also das ist für den Präsidenten ein Unterschied. Wird auch entsprechend dann oben anders gesagt. Und wenn wir, und das geht nur mit unserer Einwilligung. Ich dachte auch lange Zeit, okay, wenn sich die antragstellende Person für ohne Debatte entscheidet und so. Aber nein, es müssen wirklich, jeder PGF muss seinen Haken drunter machen, also zumindest mündlich reicht, dass ohne Debatte okay ist. Da können wir mal generell drüber sprechen, wobei die Frage ist, ob wir das hier machen oder woanders. Okay, muss nicht hier stattfinden, sage ich mal, aber ich möchte das debattieren, ich möchte darüber reden. Gerade insbesondere die Nummern, wo dann die Reden zu Protokoll gegeben werden, das liest keine Sau, behaupte ich jetzt einfach mal. Das kriegt niemand mit, was da draufsteht. Und ich finde das falsch. Das wollte ich an der Stelle mal sagen. Und wir sollten das tatsächlich aufgreifen. Und wenn du jetzt sagst, das geht nur mit Einverständnis der Piraten, dass wir komplett ohne Debatte agieren an dem Punkt, dann möchte ich fragen, ob das in der Vergangenheit schon vorgekommen ist und wie wir die Positionen der Fraktionen dazu jeweils ermittelt haben. Ich glaube, die Aussage von Oliver war andersrum. Etwas geht nur mit ausdrücklicher Position der Fraktionen, wenn umgedrehtes Verfahren betrieben wird. Ja. Das war schon so gemeint, wie Kai es, glaube ich, verstanden hat. Dass wir im Plenum, während das Plenum läuft, sagen, wir setzen den Tagesordnungspunkt auf ohne Debatte, läuft nur, wenn alle PGF zustimmen. Und das also auch der von der Piraten. Und im Normalfall wird der Herr Rasche oder wer auch immer gerade der Initiator ist, wird rumgehen und wenn er nett ist, nicht nur die PGF fragen, sondern auch die Redner fragen, ist es in Ordnung? Und wenn die Redner sagen, meinetwegen, wenn ist Ihr Antrag, so. Okay. Und der PGF das praktisch nickenderweise abhakt, dann geht derjenige, der es initiiert hat, nach vorne zum Präsidium, ohne ein Schriftstück in der Hand zu halten, es muss also nicht schriftlich abgehakt werden, und sagt der Landtagsverwaltung am Präsidium, hier PGFs haben sich verständigt. Manchmal fragt dann derjenige nach, haben auch alle zugestimmt, sagt er ja, und dann ist es ohne Debatte. Das heißt, ohne unsere Zustimmung läuft das nicht. Okay. Also es braucht über diese Haltung können wir durchaus mal sprechen. Okay. Ja, können wir theoretisch auch jetzt machen, aber das ist jetzt die Frage, ob das reicht, wenn wir das tun, das sollten wir Wir können hier auch festlegen, dass wir darüber sprechen wollen. Genau. Und dann können wir uns überlegen, und das sollten wir dann vielleicht auch tun, wo wollen wir darüber sprechen, auf der Fraktionssitzung? Genau. Und dann machen wir das. Mein Vorschlag, Fraktionssitzung, aber jetzt nicht unbedingt eine, die nicht morgen, ne? Sondern wir suchen uns vielleicht mal eine in einer sitzungsfreien Woche oder sowas aus. Drei Wochen nicht Ferien. Das sind keine Ferien. Ja. Okay. Okay, ich mache mal weiter. Der Punkt 24, transparente Veräußerung von Grundstücken sicherstellen. Naja, ob das wirklich unser Tagesordnungspunkt ist, weiß ich nicht, aber es geht ohne Debatte in den Hauptausschuss. Damit sind wir mit dem Mittwoch durch und am Donnerstag kommen die Punkte 10 und 13 in unseren AK. 10 ist Vermeidung von Greenwashing und so weiter. Unser eigener Antrag, das macht okay wieder. Punkt 13, Landesregierung soll unbezahlbare Pläne für den Radschnellwegebau beenden und nicht länger falsche Hoffnungen wecken. Antrag der CDU, Block 1, das ist unser Antrag, Olli, ne? Also unsere Debatte. Noch ein davor. Ein davor, ja? Und zwar, Landesregierung darf Evaluierung und Novellierung des Konnektivitätsausführungsgesetz nicht weiter verschleppen, ist zwar gerade nicht unser Thema, unbedingt im AK4, ich sehe aber, da ist noch kein Redner. Kommunalpolitik ist das und ja, Finanzen okay. Und Haushalte. Also die Wirtschaft sollte, finde ich, nicht so angesprochen. Dann übergehen wir das jetzt. Okay, ja. Das Schützenbrauchtum machst du, ne? Habe ich jetzt übersehen. Ich dachte, du wärst für die Brauchtumsfragen zuständig hier. Nee, ja,
Ja? Mist, das habe ich wieder ein falsches Bild von dir. Es sei denn, die Schützen müssen integriert werden oder so. Ja, genau, so. Ja, ja. Das wäre nochmal. Dann sind wir mit dem Donnerstag auch schon wieder durch. Und der nächste. Wer macht denn das mit den Schützen? Ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Also jetzt mal im Ernst, gibt es irgendwen von uns, der den Tagesordnungspunkt 7, Aufnahmen des Schützenbrauchtums als immaterielles Kulturerbe der Menschheit unterstützen? Der Menschheit. Ich glaube, da steht Lukas drin. Okay, super. Lukas macht. Ich glaube, der hat da Spaß dran. Ich habe noch nicht durch. Aufnahme des Schützenbrauchtums als immaterielles Kulturerbe, immateriell wird es erst, wenn der Schütze erfolgreich war, Kulturerbe der Menschheit unterstützen. Antrag der Europäischen Gemeinschaft, historischer Schützen, bei der UNESCO unterstützen. Ja, genau. Ist das von, wie heißt das, Heck und Dingser? Können wir dann einen Antrag machen, dass wir die Kirmes auch mit in dem Antrag drin haben wollen? Das wäre ein Entschließungsantrag. Was, ein Erschießungsantrag? Entschießungsantrag. Ja, Stellt den Heckler und Koch noch nicht zu. Wie wäre es denn mit irgendwas von wegen Entschließungsantrag? Sie mögen auch den entsprechenden Killerspiele oder sowas dazu. Den wen? Killerspiele dazu als Weltkulturerbe anzuerkennen. Kontemplatives historisches Kulturgut, ja, oder das Ähnliche. Und gilt das nur für Nordrhein-Westfalen? Denn in Schleswig-Holstein gibt es auch noch Sieg und Sauer. Also das ist nicht nur Heckler und Koch. Das habe ich jetzt einfach mal interpretiert. Das steht hier so nicht. Steht kein Copyright-Anspruch dabei. Okay. Aber wenn Lukas drinsteht, dann lassen wir ihm den Spaß. Ne? Und machen einen Entschließungsantrag dazu, genau. Ohne L. Genau, wir sind am Freitag und am Freitag ist nur der letzte Tagesordnungspunkt für uns. Nordrhein-Westfalens öffentlicher Raum, haben wir schon eine flächendeckende Videoüberwachung. Ich vermute, das macht Frank. Ja. Genau. Frank macht das. Das ist ja auch die große Anfrage. Ja, genau. Und wenn wir schon beim Freitag sind, dann könnte ich den Daniel noch darauf hinweisen, dass er als Fragezeichen bei Nummer 4 steht, wegen der Vorratsdatenverspeicherung. Das Recycling. Ja, und die Nummer 3, ja, sicher. Ich würde das gerne tun, möchte aber irgendwie niemanden irgendwie zu sehr auf die Füße treten. Ich weiß nicht genau, was mit Frank ist, wobei der ja noch nicht so furchtbar für diesen Antrag war. Könnte aber sein, dass Nico da gerne sprechen möchte, das würde ich gerne noch klären. Okay. Punkt 3 hatte ich übersehen übrigens, das ist für uns noch relevant. Nutzung eines Recycling-Quoten-Benchmarkings zur Steigerung von Recycling-Aktivitäten in den Kommunen Nordrhein-Westfalens. Dann, was machst du das? Also, ich finde das toll, das ist so gedenklicht. Nutzung eines Recycling-Quoten-Benchmarkings zur Steigerung von Recycling-Aktivitäten in den Kommunen Nordrhein-Westfalens. Also, wir hatten ja mal ein Abfallwirtschaftsgesetz und das ist inzwischen aufgepimpt zum Kreislaufgesetz auf Bundesebene und hier in Nordrhein-Westfalen wird eben auch ein entsprechendes Gesetz und ein Plan gemacht im Moment. Die sind daran am Arbeiten und da gibt es einige interessante Sachen bei und ich werde mir diesen Antrag jetzt nochmal genau durchlesen heute Nachmittag und dann sagen, ob ich dem zustimmen kann oder nicht. Weiß ich jetzt, bin ich jetzt noch nicht sicher. Ich muss das erstmal noch wirklich nochmal genau durchgehen. Damit sind wir mit dem Plenum schon durch. Mehr gibt es nämlich nicht. Möchte jemand noch was zum Plenum sagen? Ansonsten, ich glaube, die Reden sind so einigermaßen verteilt. Jedenfalls war nichts offen. Nö. Ich hatte mich da doch eingetragen. Ja, ja, du bist da eingetragen. Also bei dem Recycling Activities. So. Dann Protokoll A4. Das Pad ist noch nicht abgestürzt. Das ist sehr gut. Anträge fürs über- oder überübernächste Plenum vorstellen. Ich fange mal mit dem an, was grün ist.
wir wissen auch nicht, ob es fürs nächste klappt, wobei ich persönlich gar nicht so schlecht finde, wenn wir für Februar was hätten aus dem A02-Bereich. Aber wir haben folgende Dinge, sage ich mal, angedacht. Einmal, das könnte wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, wobei es für die Kommunen insofern im Bereich der Kommunalwahl sicherlich interessant wäre, die Sache mit Stellplatznachweis. Da gibt es nur so viele Baustellen und so viel, wir haben das auch schon so oft diskutiert, ich glaube schon seit Anfang, seitdem wir hier sind, ist Stellplatznachweis immer wieder ein Thema bei uns gewesen in den kleinen Diskussionen. Gibt es so viele Bugs drin und so viele Sachen, die nicht funktionieren und so viele Sachen, die man damit auch machen kann, entweder vielleicht auch ganz abschaffen oder wir brauchen es doch als Steuerungselement, vielleicht brauchen wir es auch als Steuerungselement, wo man den ÖPNV mit einfließt und so weiter und so fort. Da kann man jedenfalls viel machen. Das würde sicherlich auch Aufmerksamkeit haben. Die Frage ist, wie genau und was? So, dann lasse ich jetzt mal im Raum stehen und beziehungsweise nehme noch den Kai dran und dann den Stefan. Ja, zuletzt haben wir ja darüber geredet und ich fand jetzt gerade den Hinweis aufs Bugfixing eigentlich sehr schön, weil Bugfixing bedeutet auch, dass man sich einzelne Dinge picken kann, die nicht in Ordnung sind und diese dann relativ sauber korrigieren kann. Also da war ja mein Punkt zum Beispiel zu sagen, ja, bei den Kleingewerben gibt es da tatsächlich ein Problem, dass sich dieser Stellplatznachweis sogar wirtschaftsfeindlich verhält an der Stelle. Und ich finde es zum Beispiel schick, wenn man genau dieses Problem picken könnte, um das zu korrigieren. Erstmal, was heißt Bugfixing? Also Bugfixing kommt aus dem Programmiererbereich. Okay. Und Bugs ist ein Fehler. Und das Bugfixing heißt Fehler beheben. Und Fehler beheben heißt halt einzeln picken, einzelne Fehler. Und wenn Bugfixing betrieben wird, gibt es dann immer im Changelog, also im Änderungslog, quasi einen Hinweis darauf, was behoben wurde. Das sind dann immer einzelne Punkte. Das heißt, man greift einzelne Codezeilen raus, wo Fehler drin sind, korrigiert die und spielt die wieder zurück. Das ist dann ein Bug gefixt an der Stelle. Das heißt, das ist so Programmierlogik. Ich plane nicht die nächsten Konsequenzen der Konsequenzen voraus, sondern ich gucke mal, was die nächste Zeile mit mir macht. Und okay, genau. Okay, gut. Wir würden in der Stellplatzdebatte die LBU anpacken. Die LBU ist sowieso gerade eine Novellierung, aber nur in Bezug auf den Paragraphen 55, wenn ich das richtig sehe. Wir würden also hier letztlich keinen Antrag, sondern einen Gesetzesentwurf formulieren. Ob wir das zum Februar schaffen, das weiß ich nicht. Es gibt, also wenn ich richtig informiert bin, gibt es in der LBU eine generelle Stellplatz Regelung, die in der Stellplatzverordnung konkretisiert wird und in die kommunale Durchführungshoheit fällt. Das ist, glaube ich, schwierig in der Rechtslogik, aber das heißt, wir müssen uns durchfummeln. Es gab in den vergangenen Debatten dazu in größerer oder kleinerer Runde immer ungefähr eine Meinung mehr als Teilnehmer an den Debatten. Das wird also schwer. Ja. Also eigentlich wäre es systematisch und logisch, wenn man jetzt sagt, die Pflicht des Stellplatznachweises weg von den Hausbesitzern hin zu den Autobesitzern, die ja nicht zwangsläufig eine und dieselbe Person ist. Es ist zum Beispiel jetzt schon möglich, dass der Hausbesitzer zum Beispiel, dass der die Wohnung und die zugehörigen Stellplätze getrennt vermietet, beziehungsweise auch wenn er es gebaut hat und als Eigentumswohnung verkauft, auch getrennt verkauft, das geht. Man muss es halt so machen, theoretisch bei Anmeldung eines Autos muss zum Beispiel ein Kaufmietvertrag für einen Garagenplatz nachgewiesen werden oder eben zum Beispiel ein Anwohnerparkausweis zur Nutzung öffentlicher Parkplätze oder ähnliches. In Japan ist das so. In Japan darf ich ein Auto nur anmelden, wenn ich mit der Anmeldung einen Stellplatznachweis vorlege. Das ist der Grund, weshalb in Tokio ein Bauplatz mindestens 50 Quadratmeter groß sein muss, damit das Auto noch drauf passt. Ich wollte nur gerade anmerken, dass ich das zumindest von Tokio her weiß, aber in Japan dann ganz.
Ansonsten ist der Hinweis von Stefan natürlich wichtig in Bezug auf die Debatten, die wir zuletzt geführt haben. Der Stellplatznachweis wird ja inhaltlich begründet damit, dass Autos ansonsten den öffentlichen Raum zustellen, wenn für sie kein privater Stellplatz verfügbar ist. Der Umstand aber, dass das juristisch ein Stellplatz ein anderes Grundbuch hat als die Wohnung, für die er angeblich ist, zeigt, dass dieser Zusammenhang offen ist oder zumindest nicht so eng ist, wie er in der Argumentation behauptet wird. Und also das Argument, aber wir müssen jetzt, glaube ich, nicht in die inhaltliche Debatte steigen. Ich glaube, die Komplexität ist schon annähernd deutlich geworden. Ich weiß, dass man darüber sehr lange debattieren kann und das ist ja auch das Problem an der Sache. Einmal ist es besonders attraktiv, andererseits, wo fangen wir an? Dann hatten wir natürlich schon lange angedacht, aber das kommt dieses Jahr, dass wir dann auch mal an den eigentlichen Hauptantrag zum Thema ÖPNV gehen. Ich nenne ihn mal kommunale Finanzierung von ÖPNV-Projekten wie dem fahrscheinlosen ÖPNV. Das ist im Grunde das, worauf wir bisher halt hingearbeitet haben und was wir auch jetzt dann demnächst mal als Antrag einreichen können. Das muss natürlich besonders schön gemacht werden. Das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht der Februar sein. Dann haben wir noch Sozialticket verbessern, nenne ich es mal. Wir haben mehrere Kritikpunkte am Sozialticket. Da kann man auch Bugfixing betreiben. Oder man kann sagen, wir wollen das Sozialticket abschaffen, wobei das eine sehr gefährliche Formulierung ist, weil wir es ja ersetzen wollen und nicht nur einfach abschaffen wie die CDU und FDP, damit man die 30 Millionen hat. Also man muss auch beim Sozialticket Bugfixing betreiben und wahrscheinlich ist ein Antrag zum Bugfixing der Idealantrag. Und das wäre auch ein sehr interessanter Antrag, vielleicht wäre das auch eine Sache, die man auch noch relativ kurz- bis mittelfristig angehen kann. Zum Thema Luftverkehr haben wir beim letzten Ausschuss gemerkt, und wir haben, ich fange mal vorne an. Also, wir haben im Dezember, nachdem wir zunächst mit dem Flughafen Düsseldorf mal so ein Treffen wahrgenommen haben, so eine Präsentation, wie der ausgebaut werden soll und so weiter, und uns da einige Eindrücke mitgenommen haben und dort auch einige Fragen gestellt haben, die nicht so ganz in diese EHK-Wirtschaftsatmosphäre passten, aber haben wir uns jetzt mit den Bürgerinitiativen aus Köln und Düsseldorf getroffen, Ende Dezember, und haben uns da sehr eingängig und lange briefen lassen. Das war ein sehr gutes Gespräch. Natürlich gibt es bei den Piraten gegenüber Bürgerinitiativen immer so ein bisschen im Bereich Flughäfen immer so eine gewisse Unsicherheit. Welche Hintergrund, welche Absichten haben die? Wollen die nur ihre Grundstücke verteuern oder haben die andere oder sind das berechtigte Absichten? Ich glaube, das konnten wir bei dem Treffen ganz gut auseinanderklamüsern. Ich glaube, auch uns wurde deutlich, dass zumindest etliche Dinge wirklich beim Luftverkehr anders und falsch laufen, vor allem was einheitliche Regulierung und so Sachen wie einheitliche Standards betrifft, was bei Zug- und Straßenverkehr ganz normal ist, gibt es beim Luftverkehr nicht. Und wir haben jetzt bei der Ausschusssitzung einen Punkt gehabt der FDP, der war total unspektakulär eigentlich, wo wir allerdings gemerkt haben, bei den Statements von Herrn Klocke, den Grünen, und von unserem SPD-Minister, dass die so ewig weit auseinander liegen und so konträr sind, dass die von selber wahrscheinlich da überhaupt nicht übereinkommen und dass es wichtig ist, da mal in eine gewisse Richtung Druck auszuüben und das, als schöner Nebeneffekt, dass sicherlich eine sehr schöne Debatte rauskommt, die sicherlich sehr auch durchaus unterhaltsam ist. Mit anderen Worten, man den Grünen auch einen auf den Deckel geben kann, weil sie nicht das umsetzen können, was sie sagen. Aber dass da auch Bedarf besteht. Das Problem beim Thema Luftverkehr ist,
dass die Partei keine einheitliche Position hat, die wir einfach so greifen können. Wir haben viele Leute in der Partei, die sich stark beim Thema Lärmschutz zum Beispiel engagieren und sowas. Wir haben aber auch sehr viele in der Partei, die in Städten mit Flughäfen leben, zum Beispiel in Düsseldorf, die das aber erstmal so hinnehmen, dass es da einen Flughafen gibt und sich für die Probleme oder Fragen, die dabei auftauchen, nicht besonders interessieren, die das lieber anderen überlassen. Dann müssten wir vielleicht einmal nochmal die Schleife in die Partei drehen und mal gucken, wie es so aussieht. So, das so als Info. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen nebenbei über die Enquete gesprochen. Und ich glaube, ich habe die im E-Mail an alle geschickt, ne? Mit der Zusammenfassung, oder habe ich die nur an Fraktionen geschickt? Wenn nicht, muss ich nochmal eine Zusammenfassung an AK4 schicken, wie es da aussieht. Und wir werden uns zum Thema Enquete, was auch immer für ein Thema dann hinten rauskommt, ja, am 6. Februar, glaube ich, nochmal richtig treffen. Und gleich in der Mittagspause frage ich mal ab, ob bei Frank und Lara was rausgekommen ist. Wir sind dann jetzt Frank, Lara und der Kai auch und ich. Gucken mal, also wir arbeiten dran. Ja. Dann wäre ansonsten noch Feinstaub, neue Studie. Ist das jetzt Antrag oder nur Info? Egal, wir machen einfach mal weiter. Das ist erstmal nur eine Info. Es gibt neue Studie zu Feinstaub, aus der hervorgeht, dass also Herzinfarkte durch Feinstaub gefördert werden und dass die EU-Grenzwerte, die ja auch hier bei uns gelten, zu hoch sind. Das heißt, selbst wenn diese Grenzwerte eingehalten werden, hat man signifikant höhere Rate an Herzinfarkten. Wir haben auch immer noch in Nordrhein-Westfalen das Problem, dass selbst diese EU-Grenzwerte nicht immer eingehalten werden, dass es Stellen gibt, wo sie regelmäßig überschritten werden, dass diese Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden, besonders bekannt ist ja die grüne Plakette, nicht besonders gut geeignet sind, um da Abhilfe zu schaffen. Also Verkehr verursacht natürlich Feinstaub, aber der größere Teil dieses Feinstaubes ist einmal Feinstaub, der sich schon mal abgelagert hatte und durch Fahrtwind wieder aufgewirbelt wird. Dann ist das Reifenabrieb, Bremsenabrieb, Straßenabrieb. Und jetzt ein kleinerer Teil ist wirklich das, was aus dem Auspuff kommt, wo dann Katalysatoren und andere Maßnahmen und die grüne Plakette halt helfen. Größere Mengen an Feinstaub verursacht auch Hausbrand, den es immer noch gibt. Da gibt es jetzt aber auch seit 2 Jahren ungefähr eine neue Verordnung für neue Kaminöfen und so weiter, die also deutlich weniger Feinstaub emittieren dürfen. Da wird also langsam sich was verbessern. Und generell würde ich zum Thema Feinstaub mal was machen wollen. Jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob wir das im Februar schon schaffen, vielleicht im März, aber dass wir das Thema irgendwie im Auge behalten so ein bisschen. Ich finde das gerade in Bezug auf die privat betriebenen Feuerstellen sehr spannend, weil da genau ist die Grenzwertfrage sowohl in Bezug auf die Grenzwerte als auch in Bezug auf die Daten, zu denen die erreicht werden sollen, mehrfach aufgeweicht worden. Ich glaube, es gibt für die aktuell betriebenen offenen Feuerstellen kein Datum, zu dem die nicht mehr betrieben werden dürfen, wenn sie durchgängig betrieben werden, sodass wir alle Bestandsfeuerstellen, alle Bestandskamine und so weiter weiter mit ihrer Feinstaubbelastung haben werden und die Daten, zu denen die dann neu zu installierenden Kamine die strengeren Grenzwerte einzuhalten haben, die sind auch nach hinten verschoben worden. Das wäre eine schöne kleine Anfrage gleich nochmal oder eine Konkretisierung. Ich finde das, also gerade bei Neubaugebieten habe ich den Eindruck, haben wir aktuell, gerade bei Konversionslagen, ganz massive Probleme. Ich glaube aber, dass wir die Feinstaubproblematik, das sind die Kraftwerke, die wir hier in NRW haben und dass die neben Verkehr das meiste ausmachen. Und da müsste man ganz schlicht und ergreifend sagen, hier Kohlekraftwerke und Braunkohleabbau-Tagebau, das ist das meiste und da kommt es ja nicht ran. Und als ich hatte ja mal damals, als der Umweltbericht rauskam und die Klimakonferenz in Polen war und in Philippinen da so ein Unglück passiert ist, eine Katastrophe, da mal eine Aktuelle Stunde zu machen.
Das war ja nicht angesagt, aber das wäre es halt gewesen. Und man muss einfach an diese Kohlekraftwerke ran, sonst kriegen wir hier die Feinstaubgrenzwerte, die EU-Werte nicht hin. Das ist ganz genau auch mein Punkt. Da möchte ich auch drauf hinaus dabei. Diese grüne Plakette, das ist eine Nummer, wo man viele Leute mit ärgern kann, die aber nicht viel bringt. Umweltzonen, das bringt jetzt nicht so fürchterlich viel. Die richtig großen Brocken sind so alte Steinkohlekraftwerke, die Betriebsgenehmigung abgegeben hatten und trotzdem mit Duldung weiterlaufen, so Datteln 1 bis 3. Braunkohletagebau ist auch sehr schön. Da messen die übrigens noch nicht sehr lange. Das war ein ziemlicher Kampf durchzusetzen, dass in den Gegenden, wo dieser Braunkohletagebau betrieben wird, auch tatsächlich Lahnhof Feinstaub misst. Das wird jetzt erst, ich glaube, seit 2013 gemacht. Jedenfalls noch nicht sehr lange. Das heißt, man hat keine lange Datenreihe. Das ist auch ein Nachteil natürlich. Aber die Belastungen sind da. Und es wurde auch schon gesagt, ja, in den Braunkohletagebauen, in den Gegenden da, die vom Braunkohletagebau betroffen sind, da rauchen die Menschen mehr, deshalb haben sie Probleme mit der Lunge. Da kommt wahrscheinlich auch der Feinstaub her, das ist alles Passivrauchen. In Krefeld gibt es das Stahlwerk, das auch zu massiven Belastungen führt. Es gibt ein Quartier, das irgendwann in den 30er, 40er Jahren gebaut wurde, wo bis heute weit über die Grenzwerte hinausreichende Feinstaubwerte erreicht werden. Aber Bestandsschutz, keine Abstandsflächenrelevanz. Der Dänemort sagte, er will was zum Feinstaub machen. Ja, ich stimme dem zu. Dann sagt er, das liegt ja hauptsächlich an den Kohlekraftwerken. Oder auch an den Kohlekraftwerken. Okay, ja. Okay. Was wäre denn eine ganzheitliche Lösung, sodass man das eben nicht sequenziell angeht, sondern ganzheitlich angeht? Und im Prinzip sagt ja, die Werte dürfen diesen und diesen Wert nicht übersteigen. Und wenn doch, dann muss dieses und jenes passieren. Ja, das ist eben schwierig, weil es tatsächlich mehr als einen Verursacher gibt. Es gibt auch natürlichen Feinstaub, darf man nicht vergessen, so Pollenflug und das gilt auch alles als Feinstaub oder Orchideensamen, wenn man so will, das ist auch Feinstaub. Wenn du an der Küste wohnst, hast du Salz in der Luft, das ist Feinstaub. Du hast also wirklich eine ganze Menge Dinge und das mit der ganzheitlichen Lösung ist schwierig. Sag mal, Kai, schwebte dir da etwa gerade so ein Antrag vor, dass wenn wir den Feinstaubdings in bestimmten Zeiten nicht in den Griff bekommen, dass wir uns dann selbst verpflichten sollten, einen der größten Probleme einfach zu stoppen, so wie ein Tagebau oder sowas? Ich glaube, ich plaudere jetzt keine Geheimnisse aus, wenn ich dazu sage, dass wir durchaus gewillt sind, sage ich mal, die Kohleverstromung doch ja ein wenig runterzufahren. aber die Frage war halt doch deswegen so gestellt, weil ich auch wissen wollte, was gibt es denn sonst, welche Maßnahmen gibt es denn sonst. Wie viel Feinstaub ich habe, hängt auch nicht unmaßgeblich von den Messpunkten ab, wo diese Messpunkte liegen. Und da gibt es zum Beispiel aus dem Tagebau immer wieder Hinweise darauf, dass die Messpunkte errichtet werden und dass dann lustigerweise im Umfeld dieser Messpunkte schön mit Sprühregen dafür gesorgt wird, dass der Feinstaubeintrag da nicht so groß ist und auf der anderen Seite das Zeug aber schön über die Dörfer fegt. Deswegen so diese ganzheitliche Frage und auch mit dem Straßenfeinstaub, das ist auch, da steht da ein Messpunkt, dann sagt man, okay, hier ist jetzt der Feinstaubgehalt zu hoch, jetzt müssen wir hier irgendwie diesen Straßenzug runterfahren und was passiert dann? Verlagert man das auf eine andere Straße und hat das Problem dann da? Das ist doch alles Bullshit, das ist ganz großer Bullshit sogar. Auch diese Umweltplakette ist total für die Füße, das bürokratische Aufwand, den kein Mensch braucht, das ist totaler Schwachsinn, muss man an der Stelle mal ganz deutlich sagen. Man muss verdammt nochmal endlich der Autoindustrie richtig kräftig auf die Füße treten und sagen, hey,
Das Problem ist zum größten Teil, dass da der Rotz hinten so rauskommt. Sorgt dafür, dass das aufhört. Sorgt dafür, dass er Elektrofahrzeuge bekommt. Sorgt dafür, dass wir da vorwärts kommen. Sonst machen wir mal einen Shutdown mit dem Straßenverkehr hier. Ja, und es gibt noch ein zweites Problem. Es gibt bestimmte Grenzwerte, also was die Größe der Staubkörner angeht. Feinstaub ist also definiert über die Größe. Und es gibt eine Untergrenze, also Staub, der noch kleiner ist. Der wird gar nicht erfasst von irgendwelchen Verordnungen und Regularien. Und der ist ganz besonders kritisch. Je kleiner ein Staubkorn ist, desto tiefer ist das zum Beispiel lungengängig. Und diese Feinstäube, die sind also noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich finde das auch spannend, dass man die Autoindustrie angeht. Ich glaube, die Autoindustrie hat gegen die Plaketten gar nichts. Das nutzt ihr ja. Steigert ja auch den Umsatz. Ich würde aber nicht die Autoindustrie adressieren, sondern die Mobilitätsindustrie, deutlich zu machen, es geht nicht um bessere Autos, sondern es geht um bessere Mobilität. Und das heißt, wir müssen ein Stück weit auch die Fixierung auf Elektromobilität als Automobilität überwinden. Elektromobilität ist SPNV und nicht MIV, ne? So am Rande. Ja, dann sind wir ja in der Diskussion jetzt. Jetzt läuft das. Wenn Stefan und ich da irgendwie in einem Raum sitzen und ein bestimmtes Thema im Raum steht, dann geht das einfach von alleine. Absolut korrekt. Deswegen auch nochmal der Hinweis, ich wollte vorhin eine ganzheitliche Lösung haben. Ich rede da durchaus von mehr. Aber es ist ja nun mal so, dass in der Vergangenheit da relativ viel gepennt wurde, gerade in der Automobilindustrie. Und dass wir deswegen jetzt Hybrids aus Asien importieren und E-Fahrzeuge aus Asien und aus aller Welt importieren, weil auch da sich die Automobilindustrie, die in Deutschland ja traditionell sehr stark ist, ja, ich sag mal, gesträubt hat und jetzt wieder erleben wird, dass es war damals in den 90ern, war das mit dem Rußpartikelfilter so, dass Peugeot auf einmal den Markt überrannt hat, weil die das halt drin hatten. Und es wird jetzt mit der Elektromobilität wieder ähnlich sein. Jetzt auf einmal stellen sie sich so ein bisschen auf die Hinterfüße, kommen VW, kommen alle irgendwie mit BMW, Mercedes, alle irgendwie mit E-Fahrzeugen. Aber das ist zu spät. Also Deutschland sollte eigentlich technischer Vorreiter sein. Und ich verstehe halt überhaupt nicht, warum wir dann gerade in solchen Fragen immer wieder das Problem haben, dass wir an Altbewährten festhalten. Das ist in der Automobilindustrie so. Und das ist auch genauso bei der Kohleverstromung. Das ist genau das gleiche Problem. Da wird jetzt von Arbeitsplätzen in der Kohleverstromung gesprochen. 7000 Arbeitsplätze. Aber niemand redet darüber, wie viele Arbeitsplätze tatsächlich entstehen können in Sachen erneuerbare Energien und wie viel Wertschöpfung in die einzelnen Regionen geholt werden kann durch die erneuerbaren Energien, sondern wir reden von dem, was altbewährt ist und können nicht loslassen. Das ist in der Verstromung so und das ist in der Mobilität ganz genauso. Da herrschen ständig irgendwelche konservative Kräfte, die an ihren Wählergruppen festhalten. Und die neuen Ideen setzen sich nicht durch. Das ist ein grundlegendes Problem. Das wollte ich an der Stelle mal loswerden. Ich hatte mich auch gemeldet, dann kommst du gleich dran. Ich ich muss dann doch zur Elektromobilität kurz mal was sagen. Ich fahre zwar selber einen Hybrid, natürlich einen japanischen, aber die anderen funktionieren nicht. Und die Geschichte übrigens, ich habe mir deutsche Hybridautos angucken wollen oder europäische, zeigt einfach, wo wir stehen. Es war nicht möglich. Ich bin zu Toyota gegangen und ja, welchen wollen Sie fahren? Den kleinen, den großen, den. Wir haben auch mehrere dabei, jederzeit, kein Problem. Kommen Sie morgens vorbei, fahren Sie mal 2 Stündchen, kein Problem. Bei Opel wollte ich mal diesen Ampera fahren, der war mir natürlich von Anfang an zu teuer. Schon mal eine Sache, aber ich wollte halt mal ausprobieren. Den gab es ja nirgends. Da wurde zwar Werbung gemacht, groß, dass es diesen tollen Ampera gibt und dass man da, dass das ein tolles Hybridauto ist und sollte ganz tolle Technologie sein. Und natürlich hat Oberbürgermeister in Düsseldorf so einen und so, aber ich konnte den nirgends fahren. Ich habe dann irgendwo mal einen gefunden in Karst, glaube ich so. Ich bin dann extra hingefahren nach Karst. Da konnte ich allerdings auch nicht mitfahren, der war nämlich gerade leer.
und stand dann irgendwo hinten rum, weil sich keiner mehr für interessierte. Aber es gab immerhin noch einen. Die anderen Autohäuser haben, wenn sie einen hatten, ihn so schnell wie möglich abgestoßen, damit sie bloß nicht auf diesem Ding hängen bleiben. Und genau das Gleiche war bei Peugeot. Dann hatten die sogar einen, der stand aber im Showroom rum und durfte natürlich nicht gefahren werden, weil das ist ja das Ausstellungsstück. Und bei den anderen gab es erst recht keinen. Ich weiß nicht, ob BMW das mittlerweile mit, die müssen das, glaube ich, mit, ich glaube, BMW ist der einzige deutsche Hersteller, der das momentan, der auf Risiko gesetzt hat und so ein Ding wirklich, allerdings ist das ja ein Elektroauto und kein Hybrid, der jetzt wirklich ein Serienauto gebracht hat, was auch funktionieren muss, weil daran ein Geschäftsmodell gekoppelt ist. Alle anderen europäischen Hersteller haben überhaupt kein Geschäftsmodell, wo Elektromobilität drin vorkommt. Die haben vielleicht eine Entwicklungslinie für alle Fälle und die haben eine große Werbemaschinerie darum, die haben aber kein Geschäftsmodell, was irgendwie auf Hybrid aufbaut. Und deshalb, das nur so als Vorwegnahme, und die Politik steigt aber da voll drauf ein. Irgendwie macht die Politik ja derzeit auch nur Show mit Elektromobilität und verschiebt aber trotzdem eine Menge Subventionen in die Forschung Elektromobilität. Also das wird ja alles gefördert, aber interessanterweise gibt es in anderen Ländern Unternehmen, die mit einem Geschäftsmodell auf Elektromobilität oder auf Hybridautos zumindest auch Gewinne machen und bei denen das funktioniert. Und wir wissen ja von Mitarbeitern, die in die USA auswandern und so weiter, dass in den USA es einen zweigeteilten Markt gibt, irgendwie 10-15%, je nachdem, in welchem Bundesland man auch ist, in Kalifornien mehr, sind Hybridautos. Und der Rest sind die Spritschleudern. Wenn man auf Umwelt bedacht ist, kauft man sich so ein Hybridauto. Aber da funktioniert der Markt mit Hybridautos tatsächlich auch. Nur in Deutschland oder in Europa funktioniert der nicht. Und ich finde momentan die politischen, also die Lippenbekenntnisse der Autosindustrie und die politischen Aktionen in die Richtung so schlecht, dass ich da ungern einfach so drauf einsteigen würde. Ich würde gerne die Elektromobilität sehr differenziert betrachten wollen. Auch die Sache mit dem Aufbau, was wir tatsächlich irgendwo im Parteiprogramm auch stehen haben, ich weiß nicht mehr in welchem, das Aufbauen von Ladesäulen ist eine Sache, die natürlich eigentlich nicht wirklich mit Geld gefördert werden muss. Natürlich haben E.ON und RWE und so ein Rieseninteresse, die Dinger zu bauen. Aber müssen wir dazu jetzt ein Subventionsprogramm fahren? Müssen wir, glaube ich, nicht, weil das ist nicht, dass die Ladesäulen und Ladestellen, das ist nicht, glaube ich, nicht unser, ja, nicht das, wo man sich so drauf versteifen muss, auch wenn es erstmal logisch klingt, man muss eine Infrastruktur aufbauen, dafür müssen wir ganz viel Geld ausgeben. Im Wesentlichen stecken sich E.ON und RWE die Sachen in die Tasche. Und dann kommt hinzu, Elektromobilität löst das Problem der Autos, das Problem, was wir mit Autos haben, an ganz, ganz vielen Stellen nicht. Aber da wir ja gerade eigentlich bei der Diskussion Feinstaub sind, ausgerechnet beim Bereich Feinstaub und Verkehr, Lärm und Feinstaub in der Stadt, ist Elektromobilität natürlich schon eine Sache, wo man sagen muss, ja, da ist es gut und da wäre es nicht schlecht, wenn sich Elektromobilität durchsetzt. Ich finde auch vom Fahrgefühl her ist Elektromobilität toll, mal so nebenbei. Bei der Feinstaubdiskussion hat natürlich Elektromobilität eine große Berechtigung und gerade auch bei diesen innerstädtischen Flotten, die es gibt und bei Carsharing, da zucke ich zwar auch mal wieder zusammen, wenn Elektromobilität gesagt wird, so als Multilösung, aber trotzdem, da hat es auf jeden Fall seine Berechtigung. Ich bin nur sehr dafür, dass wir nicht irgendwo einfach nur Elektromobilität hinschreiben und wir tun was drunter, sondern dass wir da sehr differenziert dran gehen. So, und jetzt haben wir den Hans-Jörg, den Kai, den Stefan und ich weiß nicht, ob die Heidemarie auch da ist. Also das mit diesem Konservativismus in der Automobilindustrie ist wirklich ein Problem, das es schon lange gibt. Ich kann mich an die Zeiten erinnern, als der Katalysator eingeführt werden sollte in den 80ern. Das war der Untergang des Abendlandes. Alle Arbeitsplätze gehen kaputt, die Autoindustrie geht kaputt, die deutsche. Gleichzeitig aber galten in Kalifornien schon viel strengere Regelungen als die, die hier eingeführt werden sollten. Und die deutsche Autoindustrie, schön exportintensiv, konnte wunderbar Autos mit Katalysatoren schon nach Kalifornien exportieren. Das war überhaupt kein Problem. Aber die haben eine Propagandakampagne gefahren, die war unglaublich. Und ähnlich war es
im Zusammenhang mit der Verordnung, die, dass die Autohersteller ihre alten Wagen zurücknehmen müssen. Das war auch Untergang des Abendlandes, das kam von der EU. Der Trittin war damals Umweltminister, der wollte das ein halbes Jahr vorziehen, also eher einführen, und hat der Schröder den zurückgepfiffen und seinen Trittin demontiert in aller Öffentlichkeit. Der musste dann zu Kreuze kriechen, aber ein halbes Jahr später kam es doch, weil die EU das eingeführt hat, und das war schon abzusehen. Und die Firmen, ich weiß nicht, warum sie das machen, das ist so ein bisschen Machtkampf auch, ne? Wer hat hier zu sagen, wo hängt der Hammer? Und das eine, weil die sonst nichts zu tun haben, die Automanager, ne? Machen sie so kleine Spielchen. Und das Zweite ist, dass sie natürlich Werke haben, mit denen sie produzieren auf eine bestimmte Art und Weise, die abgeschrieben sind und die Gelddruckmaschinen sind. Und solange sie irren können, machen sie das aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Das ist der Grund für diesen Konservativismus und das ist der Grund dafür, dass man dann technologisch irgendwann mal abgehängt wird und aus dem Ausland importieren darf die Sachen. Und da gehen dann die Arbeitsplätze flöten. Schön zu erfahren, dass du einen Tesla fährst, wenn du sagst, Elektromobilität ist auch ein tolles Fahrgefühl. Aber nee, also natürlich, ich hänge jeden an der Ampel ab, wenn ich möchte. Natürlich sind Elektromotoren den Benzinern in der Anzugstärke durchaus absolut überlegen, auch mit kleineren Leistungen. Das ist durchaus bekannt. Ich fand aber noch diese Debatte, die du jetzt angestoßen hast, über die Ladestationen ganz spannend. Also zum einen, die Elektromobile müssen nicht aus Deutschland kommen. Hauptsache, der Stecker kommt aus Deutschland, der kommt von Mennekes, soweit ich weiß, haben sie sich da jetzt durchgesetzt. Und Mennekes ist jetzt so das führende System. Da funktioniert die Lobby also auch. Also das ist anscheinend gut für uns, dass wir den Stecker verkaufen, aber irgendwie die Autos brauchen wir nicht selber herstellen, das ist nicht so wichtig. Ja, Olli, ich bin da theoretisch bei dir, wenn du sagst, dann verdienen E.ON und RWE sich ja am Ende den Arsch mit Wund, wenn sie diese Ladestationen aufstellen. Das sollen die mal schön selber machen. Andersrum kaufen sich die Leute aber auch kein solches Auto, wenn diese Ladestationen nicht ausreichend verfügbar sind. Und wir müssen einfach dazu übergehen, zu sagen, im öffentlichen Raum, der von der Stadt, vom Land, von der Kommune, vom Bund irgendwie bewirtschaftet wird, Parkflächen, whatever, müssen einfach Ladestationen vorhanden sein. Das muss einfach möglich sein, dass ich in jedes Parkhaus, in das ich komme, dass ich da ausreichend Ladestationen vorfinde. Ansonsten brauche ich mit der Elektromobilität eigentlich nicht anfangen. Das Problem ist nun mal real. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, okay, wie realisieren wir das? Das können wir über Subventionierung lösen. Das können wir aber auch einfach durch Gesetze lösen, indem wir einfach sagen, irgendwo reinschreiben, das muss jetzt so sein. In die Bauordnung gehört jetzt einfach rein, im Parkhaus haben 10% Steckdosen zu sein. Punkt, aus, Ende. Nur halt zu sagen, das muss die Wirtschaft von alleine schaffen, ist nicht zielfördernd aus meiner Sicht, weil das haben wir ja gerade eigentlich diskutiert, dass da der Konservatismus irgendwie Oberhand hat. Also ich will die Debatte jetzt nicht fortführen, weil ich glaube, wir müssen das wirklich mal systematisieren. Ich glaube, es ist ein Mega- und ein Meta-Thema. Das berührt uns über alle Ausschüsse hinaus. Es ist keine Frage der Wirtschaftsförderung, es ist keine Frage der Energiepolitik, es ist keine Frage der Raumpolitik, sondern es ist eine Frage von allem zusammen. Wir brauchen Raumstrukturen, die Elektromobilität in welcher Spielart auch immer ermöglichen. Es gibt... Genau, in den LEP zum Beispiel, ja, obwohl der wiederum sehr wirtschaftslastig ist. Egal. Ich möchte nur wenige Stichwörter nochmal mitteilen. Ich glaube, es gibt keinen Dissens hier am Tisch. Niemand von uns würde behaupten, dass Autos ein Modell für die Zukunft sind, unter der Bedingung, unter der sie funktionieren. Jeder von uns unterschreibt wahrscheinlich sofort die Überlegenheit des ÖPNV, der allgemein zugänglichen Mobilität in ökologischer wie in sozialer Hinsicht. Behaupte jetzt einfach erstmal, gleichzeitig sind wir nicht so naiv anzunehmen, dass Autos sich morgen erübrigt haben. Wir sind natürlich können wir nicht leugnen, dass es eine rationale Grundlage für die Nutzung von Pkw gibt.
Genauso, glaube ich, aber muss es uns darum gehen, diese rationale Grundlage zum Ausgangspunkt der Überwindung dieser Fokussierung zu machen, und zwar ohne, dass wir irgendjemanden aus dem Auto schlagen und in den Zug prügeln, der sowieso schon überfüllt ist, sondern indem wir ein attraktives Angebot schaffen, das elektromobil ist, das übrigens auch sehr viel besser und sehr viel ehrlicher die verschiedenen Emissionen dokumentiert, als das im MIV der Fall ist. Wenn wir eine durchschnittliche Belegung eines Zuges ermitteln, und die Zahlen sind ermittelbar, sehr genau ermittelbar, dann können wir sehr genau auch mitteilen, wie viel Feinstaub pro Personenkilometer oder wie viel CO2 pro Personenkilometer emittiert wird. Das können wir im MIV eher nicht. Weil zum Beispiel, es hängt ja schon mit dem Drittelmix an, außerordentlich stark und systematisch nach unten von den realen Verbräuchen abweicht. Die Autos brauchen, je größer sie sind, je mehr Kraft sie bewegen, umso mehr relativ, also ich nenne es mal die Energiedrift, ist immer positiv und hängt korreliert positiv mit der Größe des Autos. Bei diesen ganzen SUVs ist der tatsächliche Spritverbrauch im Vergleich zum behaupteten um bis zu 40% höher. Das muss bei der Feinstaubbilanz, bei der CO2-Bilanz obendrauf geschlagen werden. Dass das nicht geschieht, hängt auch mit der Lobby, mit dem Lobbyerfolg der deutschen Automobilindustrie zusammen. Ich bin durchaus mit euch der Auffassung, dass die deutsche Automobilindustrie sehr viel stärker zu ihrem Glück der Innovation gezwungen werden muss, weil ohne Druck passiert hier nichts. Solange das Geschäftsmodell hinreichend rentierlich funktioniert, tut die Autoindustrie nichts, wie keine andere kapitalistisch organisierte Industrie auch nur auf die Idee käme, da irgendwas zu tun. Warum auch? Wenn ich nach Steuern eine zweistellige Renditezahl habe, muss ich nichts ändern. Und solange mir keiner das streitig macht, muss ich erst recht nichts ändern. Dann nutze ich lieber meine Lobbypolitik, setze die ehemaligen Politiker in die entsprechenden Stellen, um sie dann ex post zu belohnen dafür, dass sie vorher in meinem Sinne unterwegs waren. Das ist ja scheinbar ein Karrieremodell geworden. Und dann habe ich auch systematisch verhindert, dass sich wirklich was verändert. Zum Thema der Ladestationen haben wir ein Normierungsproblem. Es gibt immer noch drei Systeme, die miteinander konkurrieren, ähnlich wie früher die Videosysteme. Und es brauchte damals bei den Videosystemen fast 10 Jahre, bis sich der Markt auf ein gemeinsames System verständigt hatte. Diese 10 Jahre bei Videosystemen sind irgendwie ökonomisch und ökologisch aushaltbar. 10 Jahre im Elektromobilitätssystem beim MIV sind ökologisch und ökonomisch nicht aushaltbar. Wir haben hier so riesige betriebswirtschaftliche Kosten, dass sämtliche kleinen Anbieter Gefahr laufen, auf der Strecke zu bleiben. Wir haben ein riesiges Risiko für die Anbieter, sodass im Marktsinne hier eine Normierungshilfe auch sowas wie Investitionssicherheit bedeutet. Und deshalb bin ich der Meinung, dass hier auch eine staatliche Aufgabe existiert. Die einzelnen Anbieter, und seien sie so groß wie VW, sind nicht in der Lage, den Markt insgesamt zu bestimmen. Und dann gehen sie halt alle ihre unterschiedlichen Werte und verbrennen im Zweifelsfall zum Schaden aller eine Menge Geld. Also ich bin der Auffassung, wir brauchen eine Normierung, und das ist die Aufgabe des Staates, die Normierung voranzutreiben, und sei es mit einem zwangsbeglückungsrunden Tisch, an dem alle Autohersteller und Autozulieferer zu beteiligen sind. Ich befürchte, der Kai hat jetzt das Schlusswort. Also nicht, dass ich fürchte, dass der Kai das Schlusswort hat, sondern wir müssen dann, glaube ich, noch gucken, was wir sonst noch machen. Das soll weiterkommen, ja, okay. Zum einen, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Der Vergleich mit dem Videosystem ist einfach nicht zutreffend. Weil wir in der Elektrik immer mit Adaptern arbeiten können. Man kriegt das immer hin, dass man trotzdem das System benutzen kann. Also da sehe ich nicht so sehr das Problem. Natürlich hast du recht, dass es eine Normierung geben muss. Natürlich hast du recht, dass man sich am Ende bestenfalls global auf ein System einigt, was natürlich logisch und sinnvoll wäre, aber da haben wir natürlich auch das, was die Piraten auch so ein bisschen monieren, den Patentstreit, der da entsteht. Da geht es dann darum, wer hat denn jetzt das richtige System erfunden, wer wird jetzt von wem gefördert, wer sagt uns jetzt am Ende, was ist das beste System. Da wird es nämlich keine objektive Meinung drüber geben, sondern da wird es eine Wirtschaftskraft geben, die sagt, Mennekes ist das richtige System, Punkt.
Ich möchte allerdings, und das war das Eigentliche, weswegen ich mich ursprünglich gemeldet hatte, widersprechen mit dem ÖPNV. Ist jetzt auch nichts Neues, aber ich bin durchaus Fan des ÖPNV und ich glaube auch, dass man, wenn man zum Beispiel in Düsseldorf, in Köln, in Berlin nicht, in Köln wohnt, sagen kann, okay, ich komme mit meinem Leben super klar ohne ein Auto, ich kann alles machen, was ich will, ohne ein Auto, ist überhaupt kein Problem. Das ist aber nicht überall so, bei weitem nicht überall so. Das ist ja, aber das, du hast das irgendwie unter einen Hut gebracht vorhin, wo wurde gesagt, wir sind alle Fans des ÖPNV. Irgendwie sowas hast du gerade gesagt und da muss ich mich einfach ausnehmen, weil ich sage, unser ÖPNV ist einfach zu schlecht. Das ist schlicht und ergreifend ist unser Schienennetz zu schlecht. Und das liegt nicht daran, dass wir das nicht könnten. Also ich mag nochmal an diese uralte Werbung mit der E103, hieß sie damals, das war die Lok 110, Baureihe 110 später, die schön im Winterschnee durch die Gegend fährt, alle reden vom Wetter, wir nicht. Die Bahn war als Staatsunternehmen mal ein relativ solides, gutes Unternehmen, das auch sehr viele Kleinbahnhöfe angesteuert hat. Und das ist leider lange Zeit passé. Also es gibt aus meiner Sicht eher einen Streckenrückbau, aber Rückbau, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und das muss aufhören. Also wenn wir, und das ist ja mein Punkt in der Debatte ÖPNV versus MIEF, wenn wir wollen, dass der ÖPNV da die Nase vorn hat, dann müssen wir massiv darin investieren, diesen ÖPNV auch besser zu machen. Und da hakt es an allen Ecken und Enden. Also nur noch mal das Beispiel. Mein Arbeitgeber, mein ehemaliger, ist, ich glaube, 15 Kilometer näher an mich rangezogen damals und ich habe fortan 10 Minuten länger gebraucht mit dem ÖPNV und bin dann aufs Auto umgestiegen, weil ich nur noch eine halbe Stunde brauchte und der ÖPNV war also fast dreimal so lange unterwegs. Das ist halt einfach Bullshit, das funktioniert nicht. Ich wiederhole nochmal, es gibt hier keinen Dissens. Dann nehme ich das Mikro. Haben wir noch, ich sag mal, wir müssen uns auch noch mal über den LEP unterhalten. Ich würde sagen, dann machen wir das beim nächsten Mal, beziehungsweise zwischendrin am besten noch mal und bereiten fürs nächste Mal mal einen Bericht vor, was wir bisher bezüglich des LEP gemacht haben, was wir noch vorhaben. Wir müssen uns generell, und die Diskussion würde ich dann auch aufs nächste Mal verschieben, über den Umgang mit AK-Terminen und Veranstaltungen, die wir machen wollen, unterhalten, wie wir das hinkriegen, dass die gut funktionieren und dass wir die hinkriegen. dass wir ein Konzept haben, wenn es Bedarf gibt, dort eine Arbeitsgruppe für zu bilden, also wenn sich Leute aus diesem AK dafür interessieren, an einem Prozess oder an einem standardisierten Prozess, der automatisch zur Veranstaltung führt oder an einem Konzept zu arbeiten, wie wir das mit Terminen hier besser hinkriegen, also mit so Abendterminen und so, gibt Bescheid, am besten über die AK4-Mailingliste. Ich hoffe mal, dass wir in 2 Wochen vielleicht dann zumindest mal so eine Idee hier vorliegen haben, schriftlich, wie wir das hinkriegen können. Dann habe ich vielleicht auch wieder einen Mitarbeiter, der sich um sowas kümmern kann. Momentan bin ich ja da ein bisschen mitarbeitermäßig ein bisschen ausgedünnt. Dann haben wir die Ausschussberichte und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ganz schnell durch, was passiert ist und was ansteht in ein paar Minuten, damit wir so auf dem Laufenden sind. Und fangen mit dem A17 Klimaschutz an, weil das letzte Mal ganz hinten war. Ist ausgefallen, aber gibt es sonst was dazu zu sagen? Tut mir leid, Dani, ich muss noch was zu Delfinarien sagen. Nein, nur schon mal vorab zur Info. Der Antrag ist ja eben im umgekehrten Verfahren das letzte Mal im Plenum eingereicht worden. Wir haben uns aber zwischenzeitlich noch mal, weil der Antrag so übernommen war, wie er auf dem Landesparteitag beschlossen war. Und der war ein bisschen, bei der Bildung haben wir oft diese Sozialromantiker, so
mit blühenden Wiesen. Auf jeden Fall haben wir uns zwischendurch jetzt nochmal mit einem Expertenkurs kurz geschlossen und es wird einen Neudruck dieses Antrags geben mit leicht geänderten Beschlusspunkten. Der ist noch nicht ganz fertig, aber wenn er fertig ist, so wie ein Neudruck kommt, dann stelle ich den natürlich hier auch nochmal vor. Okay, Fragen dazu? Ich bin jetzt darüber nicht informiert und das ist wahrscheinlich auch total überflüssig, aber es gibt angeblich ein Angebot einer Interessengruppe an den Duisburger Zoo, der ja einer von den beiden ist, die überhaupt noch Delfine in NRW halten. Ich dachte in Münster. Münster ist Januar 2012 geschlossen worden. Ach, okay, gut, dann war das neulich falsch kommuniziert. Also in Duisburg gibt es ein Angebot zur Auflösung der Delfinstation gegen Geld. Also irgendjemand hat Geld geboten, wenn die Station aufgelöst wird. Da wusste jetzt mein Experte vor zwei Wochen auch noch nichts von. Wie aktuell ist denn das jetzt? Dann erkundige ich mich nochmal. Irgendeine Meldung der letzten ein, zwei, drei Wochen in der Zeitung. Ich gucke nochmal, danke. Okay, möchtest du, Hans-Jörg, zum Unterausschuss Klimaschutzplan was sagen? Der hat heute getagt. Da gab es Berichte und Fragen von der FDP besonders. Wir haben zunächst mal diskutiert über die Frage, ob wir eine Quellen- oder Produktbilanzierung haben wollen. Da sind FDP und CDU so ein bisschen auf Produktfinanzierung ausgewiesen. Das Problem dabei ist, dass sie wesentlich schwieriger darzustellen ist und ein Riesenaufwand ist. Und trotzdem sind die Ergebnisse nicht unbedingt so richtig hundertprozentig schier. Und die Quellenbilanz ist einfach zu machen. Und so bei mir und auch bei Grünen und SPD war eher die Stimmung, das so zu machen, wie das da jetzt vorgeschlagen wird, mit einer Quellenbilanzierung, einfach aus, bei mir auch aus pragmatischen Gründen, weil das andere nicht funktionieren wird. Wir haben du hättest eine riesen Datenmenge, die immer noch nicht vollständig wäre und die du gar nicht richtig verarbeiten könntest. Ja, und dann gab es noch ein paar Fragen der FDP, wobei ich sagen muss, als die beantwortet wurden vom Staatssekretär, hat Herr Höhne denn da gesessen und in seinem Handy rumgedaddelt und hinterher nochmal gebeten, dass er das schriftlich kriegt. Also der Staatssekretär hätte dem auch die Bundesliga-Ergebnisse vorlesen können, das hätte er gar nicht gemerkt. War schon ein bisschen frech. Okay, noch jemand Fragen wegen Bundesliga-Ergebnissen, Hans-Jörg? Okay, scheiß Wochenende, wir halten das fest. Und A18, Daniel? Oder? St. Pauli spielt jetzt nächste Woche wieder, insofern ist das irrelevant. Daniel war ja gar nicht da zuletzt, also von daher... Ich weiß nicht, haben wir aber, glaube ich, schon drüber gesprochen, über den letzten Ausschuss, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn das letztes Jahr war? Nee, stimmt. Da war doch irgendwas Herausragendes noch. Kleinen Moment mal ganz kurz. Mach mal erst was anderes, ich melde mich dann zurück. Apropos Anhörung, ich stelle jetzt einfach mal vor, dass wir im Ausschuss Bauen, Stadtentwicklung und Verkehr und Wohnen, ich kann gleich noch was zum Ausschuss sagen, aber wir haben jetzt ganz viele Anhörungen nächster Zeit. Gigaliner ist gerade vorbei, morgen ist Denkmalschutz. Wir werden uns um 9 Uhr früh treffen und dann nochmal drüber sprechen, wie wir die Anhörung meistern. Wir haben übrigens letzte Ausschusssitzung versucht zu beantragen, ein Streaming und Plenarsaal. Und vor der Ausschusssitzung hatten wir fast alle, bis auf die Grünen, glaube ich, gebrieft, dass wir das tun wollen und haben so ein Okay oder ein halbes Okay bekommen. Letztendlich hat die FDP geweigert abzustimmen, was auch einen Grund hatte. Und die CDU hat dafür gestimmt, aber SPD, Grüne dagegen, weil die SPD plötzlich einfiel, dass sie das doch irgendwie blöd findet. Und dass sie hat dann irgendwelche Sachen herangezogen, dass man ja dann Persönlichkeitsschutz der Eingeladenen und sowas. Es war jedenfalls dann auch nicht mehr der Moment, das auszudiskutieren. Wir haben das auf die nächste Obleuterunde vertagt, die Ausdiskutierung. Das wird noch ganz lustig werden. Das wird schon ein bisschen längere Obleuterunde in dem Fall. Viele haben auch das erste Mal erfahren, dass ihr SPD-Saal demnächst auch Streaming ermöglicht. Ja, die FDP hat am Ende durchaus zu Recht gesagt, das ist mir jetzt alles zu blöd, ich stimme überhaupt nicht mehr ab. Was sollen überhaupt diese blöde Diskussion, weil wir wollten das ja eigentlich nur mal eben schnell abstimmen.
Gut, aber das war auch natürlich ein bisschen Show. Dann haben wir Binnenschifffahrt am 11. Februar. Das wird sehr interessant. Ist auch wieder ein Dienstag, glaube ich. Dann haben wir am 17. Februar die Wohnraumförderung. Das ist Montag, 18. Februar, Anhörung zum Wohnungsaufsichtsgesetz. Das ist, glaube ich, aber 14 Uhr, nicht 13:30 Uhr. Dann am, das stand schon falsch an einer anderen Stelle, dann am 10. März Anhörung zum ISGG, ach Mist, jetzt habe ich hier das nicht ausgeschrieben, das kann der Stefan gleich nochmal sagen, was das heißt. Und wir haben am 18.3., oder ich gucke es euch nach, 18. März haben wir Anhörung zum Thema Infrastruktur, steht hier, das ist unsere Sache zur Finanzierung der Infrastruktur des ÖPNV. Da erwarten wir eine sehr schöne Anhörung. So, und jetzt wieder zurück. Integriertes Standort- und Grundstücksgemeinschaftsgesetz. Danke. Ja, zwei Punkte zum A18. Zum einen war die Messe Essen ein relativ kontroverser Tagesordnungspunkt in der letzten Sitzung. Ich könnte jetzt noch explizit heraussuchen, was da genau gefallen ist, aber leider ist das Protokoll natürlich wie immer noch nicht online nach zwei Wochen. Darf ich direkt dazu eine Frage stellen, bevor du weitermachst, oder willst du erst berichten? Ich brauche nur ganz kurz, also du kannst direkt danach. Und wir haben an einem Punkt der Tagesordnung hat der Linus halt die Landesregierung bei widersprüchlichen Aussagen erwischt. Das haben wir denen dann auch zu Protokoll schön aufs Brot geschmiert und das hat auch für einigermaßen Unruhe gesorgt in den Reihen. Wir haben dann relativ dran vorbei geantwortet, der Minister. Es wäre wirklich schön, wenn wir die Protokolle schneller kriegen könnten, dann könnten wir sowas auch besser nachhalten. Stefan. Widersprüche sind bei uns im Grunde die Würze. Ne? Also ohne Widersprüche. Also bei uns gibt es einen lustigen Widerspruch, zum Beispiel in der Beantwortung, du hast ja mitgekriegt, am 6.1. wurde der Radroutenplan abgeschaltet. In der Beantwortung der dazu formulierten Frage hieß es, dass das ein kommunikatives Missverständnis gewesen sei. Die zweite Frage, nämlich ob die relevanten Akteure darüber informiert worden seien, ADFC und so weiter, wurde geantwortet. Am 30.12. wurde der ADFC darüber unterrichtet, dass der Radroutenplaner abgeschaltet werden wird. Ich finde es lustig, am 30.12. über das kommunikative Missverständnis vom 6.1. unterrichten zu können. Das ist, also Widersprüche muss man aushalten. Ne? Ich habe aber eine Frage zur Messe Essen. Ich hatte ja vor der Sitzung mit Daniel schon kurz darüber gesprochen, dass ich eine kleine Anfrage gerne stellen würde zu den Messestandorten und ihrer Auslastung in NRW. Die Frage, die dabei zu klären wäre, ist natürlich, inwiefern haben wir es hier mit einem Landesthema zu tun oder sind es nicht in Wirklichkeit kommunale oder sogar private Interessen? Also wenn ihr das Thema behandelt habt, scheint es ein Landesinteresse zu geben. Vielleicht kannst du das begründen. Nee, ich halte das für ein kommunales Thema, die Messe Essen. Das läuft auch hauptsächlich in Essen. Es ging halt darum, also der Aufhänger war irgendwie, dass das Land sich dazu positionieren sollte, irgendwie aufgerufen war zu unterstützen. Und der Minister hat dann aus meiner Sicht folgerichtig gesagt, wir stehen dann gerne mit Rat und Tat zur Seite, aber Kohle gibt es von uns nicht. Das war die Haltung der Landesregierung an der Stelle. Es geht um die 125 Millionen für Essen, die vorletzten Sonntag in den Bürgerentscheid gegangen sind, auch wo die Bürger sich halt gegen den Ausbau verhalten haben, tatsächlich abgestimmt haben. Und wenn du da was machen möchtest, dann möchte ich dich darum bitten, dich da mit den Essener Piraten kurz zu schließen, weil die sind relativ heiß hinter den Gutachten hinterher momentan. Wenn da draußen irgendjemand weiß, wo wir dieses Gutachten herkriegen, bitte her damit. Frag mich nicht. Ich weiß das jetzt nicht alles. Ich habe da nur irgendwie als Knotenpunkt agiert und nur hin und her vermittelt, wer jetzt was wie irgendwie. Ich kann dir nur sagen, es gibt einigermaßen starke Aktivitäten zu diesem Gutachten, zum Messeessen innerhalb der Fraktion hier. Von daher. Sprich dich bitte mal mit Linus, mit Matthias Bock und mit Gerhard Militzer ab, weil die da auch schon im Boot sind. Es ist relativ viel Staub aufgewirbelt worden in der Fraktion.
Ich wohne ja in Essen, ich habe ja die Abstimmung mitgemacht. Es gibt einen Unterschied von gut 900 Stimmen zwischen 123 Millionen Nein oder 123 Millionen Ja. Die Alternative lautete übrigens nicht Messe abwickeln oder Messe ertüchtigen, sondern die Alternative lautete 123 Millionen oder neu nachdenken. Aber egal. Ja, das war das Interessante an der Diskussion, das habe ich den Leuten dann im Ausschuss auch nochmal gesagt, dass eben die 123 Millionen nicht auszuschütten nicht bedeutet, dass man die Messe abwickelt, sondern das bedeutet nicht, dass man die Messe nicht will, sondern dass man bedeutet nur, dass man die weitere Investition dieser 123 Millionen nicht will, sonst nichts. Ne? Also das war auch wieder typisch Ausschuss diskutiert worden da. Die Messe gehört ja sowieso niemandem mehr, außer dem amerikanischen Investor, der sie zurückvermietet. Ne? Also bis 2038 muss die Messe betrieben werden, weil sonst gibt es Vertragsstrafen in diesem Cross-Border-Leasing. Simone. Kurz bevor er gleich alle auseinanderstürmt, hat jemand seinen Türöffner verloren, der lag hier auf dem Boden. Sonst gebe ich den vorne ab. Das könnte meiner sein. Das könnte deiner sein. Wen hast du noch mal gesagt, wen man ansprechen soll? Linus, Matthias? Linus, Matthias und Gerhard. Achso, stimmt, Gerhard. Okay. Ich weiß, dass es da sehr hoch herging. Auch, es gibt auch in der Partei und sagen wir mal so bei parteinahen ein sehr hohes Interesse, die dann auch wirklich statt Tatort da am Sonntag saßen und glaube ich, jede Minute auf F5 gedrückt haben. Es war ja auch spannend. Von den Piraten hat man in der im gesamten Vorgang nichts 0,0 mitgekriegt. Also die Stadt war zu plakatiert mit Pro oder Contra. Es gab 1000 Argumente und viele Initiativen, die sich mitgeteilt haben. Von den Piraten habe ich als Normalbürger, als interessierter Normalbürger, der in Rüttenscheid lebt, also in dem Ortsteil, in dem die Messe zu Hause ist, wo eine entsprechend hohe Beteiligung war, nichts mitgekriegt. Es gab sie nicht. Und wenn es irgendwelche geheimen Treffen gab, dann habe ich davon als interessierter Mensch nichts mitgekriegt. Finde ich sehr bedauerlich. Da war nichts geheim. Da war nichts geheim. Aber die sind da tatsächlich schon länger dran und sind da auch, glaube ich, im Rat irgendwie sogar aufgeschlagen mit. Aber bin ich jetzt überfragt. Also es war nichts geheim. Okay, so, jetzt sind wir gleich schon über der Zeit. Es gibt zum Ausschuss Bauen, Wohnen, Stadt und Verkehr, glaube ich, nichts Wesentliches mehr zu sagen. Zu den kleinen Anfragen haben wir die schwierigste gerade auch schon besprochen. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich gerade loswerden möchte. Ich würde auch bitten, den Stefan Fricke bitten, die Parlamentariergruppe Bahn mal in den AK4 mit aufzunehmen. Weil Stefan Fricke ja im Vorstand ist der Parlamentariergruppe, vielleicht, wenn da was passiert, was ab und zu der Fall ist, dass wir hier auch einen Bericht dort einfügen. Also da passiert nichts. Ich habe seit Monaten keine Einladung, kein gar nichts bekommen. Ich habe schon nachgeforscht, ob ich irgendwo versehentlich aus dem Verteiler rausgefallen bin und ähnliches, aber da ist nichts. Gut, dann nur die Erinnerung, falls sowas ist, teilen wir mit. Ansonsten, dann treffen wir uns in 2 Wochen wieder. Ich glaube, dann ist auch hier. Da haben wir nichts, was uns hindert.